Wunsch in Offenburg. Nachdem der Schweizer Typ wieder so tolle Videos hochgeladen hat über die Pharaone in der Schweiz, habe ich mir gedacht, das könnte ich auch mal machen. Hier von Offenburg. Und ein Grund, warum ich das hier in Offenburg machen will, ist, der Grund steht genau vor mir. Ich bin jetzt hier auf dem Friedhof hinter der Gewerbeschule in Offenburg. Da bin ich ja früher auch zur Schule gegangen und deswegen kenne ich die Gegend ein bisschen. Und ich werde mich jetzt dann Richtung Bahnhof vorarbeiten für den ersten Teil der Videoreihe. Und später werde ich dann noch andere Stadtteile zeigen. Und ich zeige euch alle Freimaurer-Dreiecke, Pyramiden, Obelixe, Sonnensymbole, Kelche. Die Gegend hier ist voll mit dem Zeug. Viel Spaß. Ein Dreieck, ein Dachgiebel. Und komische Behältnisse links und rechts. Und Säulen über einem Tempel. Männliche Besucher müssen eine Kopfbedeckung tragen. Ob das auch geht, ist eine Kopfbedeckung. Mal schauen, also. Seid ihr, ihr Pharaone? Da seid ihr. Die Pyramide auf dem Dach. Da ist ein Obelix. Das ist mein Finger, da ist er. Das ist auch klein. Da sehen wir eines. Diese Kugel, die man auch auf einem Haufen Gebäuden sieht. Ich weiß nicht, ob das die Erde darstellen soll, die Sinjara Gewalt haben, oder ob das die Sonne symbolisieren soll. Ich schätze mal die Erde. So, da oben haben wir einen Obelix. Säulen wie bei einem Tempel, ein Spitzbogen wie eine gotische Kathedrale, haben wir auch noch irgendwas oben drauf und Freimaurerdreieck im Dach. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht zackigen Sternen. Komisch. Was gibt's auf der Seite noch? Ein Dreieck auf dem Dach. Davidsterne. Das nach oben zeigende Dreieck ist das männliche, das nach unten zeigende Dreieck ist das weibliche, auch als Kelch. Und das nach oben zeigende der Phallus oder der Penis.
übereinander gelegt, David Stern. Und den Kelch und den Schwanz finden wir auch auf ganz vielen Gebäuden wieder. Hier Pyramiden oben auf dem Obelix als Tür. Hier haben wir nochmal diese komische Dachkonstruktion mit Freimaurerdreieck. Ein anderes Dach. Da haben wir die Urne. Entschuldigung, den Kelch. Und der Kelch geht spitz nach unten. Und auch das Freimaurerdach oben drin. Da fehlt schon ein Stück, aber wir können wunderbar das Dach erkennen. Da ist ein Obelix. Oh, da habe ich jetzt gerade noch eine Pyramide gesehen. Eine Pyramide. Diesen Knopf finden wir auch auf vielen Gebäuden. Nebendran auch nochmal. Da ist ein Kreuz. Ich hätte von der anderen Seite her kommen sollen. Dann würde man die Steine nicht immer von hinten sehen. Da ist ein Tempel. Die Dinger hier sieht man auch ziemlich häufig über Fenstern und Türen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Noch ein Obelix. Da noch eine Urne. Obelix. Hier werden sie immer größer. Obelix. 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 Ja, der Schweizer mit der Schweizer Pharaonenshow hat die Frage aufgeworfen: Warum sollten die Juden ihre Gräber mit den Symbolen des Feindes schmücken? Das ist durchaus möglich. Oh, hier eine schöne Urne. Es ist durchaus möglich, dass sie sich mit den Pharaonen gekreuzt haben und dann nach Europa sind. Auch immer gern gesehen das Sonnensymbol auf Grabsteinen, meistens in Verbindung mit dem Kreuz. Da das Bündnis. So. Und der Banner. Tempel. Jo. Da ist fertig. Hier haben wir einen Kelch, Jesus und dieses Symbol sieht man auch recht häufig. Muss ich mal bei Wikipedia schauen, was das nochmal bedeutet. Und ich habe gerade, als ich den jüdischen Friedhof verlassen habe, einen riesen Obelix gesehen. Irgendwo da hinten.
Und da gehe ich jetzt hin. Da haben wir den Obelis. Da die heilige Kirche Gottes. Die Brandschatzer und Mörder und Verursacher des dunklen Zeitalters. Und da haben wir einen anderen Obelisk. Interessant, dass ich jetzt nicht mehr auf dem jüdischen Friedhof bin, aber immer die gleichen Symbole finde. Wobei, wundern sollte mich das nicht. Jetzt stehe ich also davor. Und hier sind sie alle vereint. Wir haben die Pyramide, wir haben das Bündnis, wir haben das olympische Feuer in einem Kelch, wir haben dieses Symbol wieder. Da ist noch ein Kelch. Da ist noch ein normales Kreuz. Interessant. Ah, schönes Teil. So ein Ding will ich auch auf meinem Grab haben. Und obendrauf natürlich die Pyramide. Hier haben wir einen Brunnen, obendrauf auch wieder der Kelch, dann dieses Sonnensymbol, wie man es auch auf Gebäuden findet, mit einer Blume in der Mitte. Hier sehen wir noch eine Vorrichtung, wo früher der Hebel für die Pumpe dran war. Und noch ein Kelch davor aus Gusseisen. Also dieser Friedhof ist auf alle Fälle interessant. So, da haben wir wieder einen Kelch. Einen heiligen Gral mit Wein und Weizen. Ein Bündnis. Die Lüge in der gespaltenen Zunge des Banners. Eine Heulsoße und ein Jesus. Und auf dem Täfelchen ist auch interessant. Weite den alten Friedhof ein. Ritter des Zähringer Löwenordens. Löwen findet man öfters hier in Offenburg. Und direkt daneben auch nochmal so ein Dreieck. Und es fängt an zu schiffen. Scheißdreck. Noch eine Urne. Ein Kelch. Obelix. Da vorne wieder so ein
merkwürdigen Brunnen. Freimaurerdächle. Ein Obelisk. Hinter dem Busch gleich zwei. Jesus. Ritterkreuz. Mit keltischen Kringeln. Ich gehe mal ein Stück weg davon. Stehe ich gleich am anderen Grab drin. Dann noch ein Obelisk. Hier sind sie wieder alle vereint. Das ist ein keltisches Kreuz oder ein Kreuz des Südens, wo das Kreuz auf der Sonne liegt. Die Sonne durch den Kreis symbolisiert. Da haben wir einmal, das könnte das Freimaurer-Symbol sein oder ein A, Alpha, Omega. Das P mit dem Kreuzle, da das Freimaurerdach, die Tauben, das Bündnis. Also auf diesem Grabstein haben wir alle möglichen Symbole vereint. Und gerade wollte ich die Kamera ausmachen. Ein Hakenkreuz ähnliches Ding auf dieser Kerzenhalterung. Das Hakenkreuz wäre dann links rum gedreht. Und da wieder dieses komische P. Ritterkreuz. Hufeisenglück. Daneben einer, der einen Hitlergruß macht. Und drei Engel. Tja, hier sind sie alle wieder vereint. Ein Bauer oder König. So, noch ein letztes Beispiel hier auch wieder. Genau wie bei den Juden. Ein Dreieck. Ein Bündnis. Eicheln. Interessant. Säulen über einem Tempel. Fähner. Das klingt ja wie die Dragul. Fehler. Stimmt sogar der gleiche Stammbaum. Ja. Jesus. Hier sehen wir die Sonne hinterm Kreuz. Die Strahlen der Sonne. Und das war's dann auch. Erstmal war das Schiff echt ekelhaft gerade. So, ich bin jetzt gegenüber vom Schiller-Gymnasium und an der Brauerei ist vorne eine Pyramide. Ja, eben. Die Kinder sind schon mit dir und da am Haus und wir auch wieder an der Wand. So, ich bin jetzt hier am Schiller-Gymnasium. Da hätten wir einmal das Freimaurer-Dreieck, der Eingang zum Tempel, diese Obelisken,
Dann oben das Bündnis. Daneben mal so komische Sonnensymbole. Das allsehende Auge. Der Turm. Und genau gegenüber die aufgehende Sonne im Fenster. Freimaurer drei Ecken. Im Haus nebendran auch. Ich werde mal vorfahren und dann schauen wir uns die Sache aus der Nähe an. Da auch wieder Urnen, so dass du nicht an einem Kreiswerk wäre. Und wir hätten hier Pyramiden, ja, diese komischen Dinger über den Fenstern. Freimaurer Dreiecke. Da ganz modern. Freimaurer Dreiecke in den Fenstern. Da wieder etwas älter. Da mal einen schönen Balkon wie ein Tempel. Ganz normales Wohnhaus. Und zu der anderen Seite das Gymnasium. Was durch die Bäume sieht. Da hätten wir nämlich das Bündnis. Da ein ganz beeindruckendes Haus. Dreiecke. Kelche, was das Zeug fällt. Da Sonnen. Noch mehr Kelche. Am Haus gegenüber, einmal auf den Turm. Die Pferde aufgespielt. Und da auch nochmal. Haben wir ein allsehendes Auge im Dachgiebel. Das ist in der Einbahnstraße hinter dem Kreisverkehr. Und hier sind die Häuser auch voll mit Symbolismus. Wir haben da zwei Dreiecke. Dann noch ein viereckiges Zeichen. Ich werde an dieser Stelle das Video dann abbrechen, wegen dem Wetter. Am anderen Tag noch mal herkommen, wenn das Wetter wieder schön ist. Kurzfristig Zeit gefunden für ein paar weitere Folgen der Pharaonenschau. Aber vorher habe ich noch was Wichtiges zu erledigen. Flohmarkt!
das sein soll. Aber da oben Sonne, Hieroglyphen. Ich bewege mich jetzt wieder in die Richtung, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, vom Kulturforum aus. Und hier sehen wir Pyramiden am Eingang, die Sonne-Hieroglyphe auf dem Firmenlogo und noch so ein komisches Teil auf dem Dach. Ich weiß nicht, was es sein soll, aber ein Blitzableiter ist es sicher nicht. Da ist die ehemalige Kaserne. Die Weingartenstraße ist voll von dem Zeug. Aber da möchte ich heute nicht weiter drauf eingehen. Ein bisschen Fantasie erkennt man hier eine Schlange. Und da haben wir wieder unsere Sonne. Mensch, daneben dran auch. Säulen wie bei einem Tempel. Und hier an der Ecke dann noch der nächste Tempel. Oh, ich sehe gerade auf dem Balkon da haben wir auch hier die Sonnenhieroglyphe. Das letzte Gebäude gehört zur Kirche.
Balkon haben wir Pyramiden. Oben ist auch ein Gartenzaun. Dann haben wir da oben auf dem Dach noch was. Und auf der anderen Seite. Sonnenhieroglyphe, Freimaurer, Dreieck, Erdball. Noch mehr Sonnenhieroglyphe. Daneben wieder ein normales Haus. Da drüben habe ich vorhin schon gefilmt mit den zwei Fratzen über der Tür. Da ist nichts. Jo. Auch hier finden wir wieder diverse Parallelen. Freimaurer, Dreiecke und ganz versteckt unten am Balkon die Sonnenhieroglyphe. Die Frage ist natürlich, warum macht die jemand da unten hin? Das sieht sie doch keiner. Beziehungsweise wird sie von normalen Leuten nicht so leicht wahrgenommen. Also vielleicht, damit das nur Insider wissen. Da an der Tür, in der Mitte, auch wieder. Da oben. Da. Und bei dem Haus da vorne an der Ecke waren wir letztes Mal schon mit den Pyramiden und am Fenster. Und wir haben auch Freimaurer Dreieck. Jetzt sind wir wieder bei dem Haus, wo ich
letzte Woche war. Und der Dr. Sharon Ross hat mich auf was aufmerksam gemacht. Da finden wir ein SS. In dem Wappen. Und er meinte zu mir, das steht für ISIS. Und an dieser Stelle möchte ich noch sagen, der Kerl ist kein Schweizer, sondern ein Südafrikaner, wie er mir geschrieben hat. Aber ich bin bestimmt nicht der Einzige, der falsch gelegen hat. So, damit ihr wisst, wo ich bin. Und da an der Ecke. Und da oben. Die Häuser sind voll mit Symbolen. Und da oben ein rundes Fenster. Das kann ja vieles heißen. Da vorne ja. Freimaurer. Jetzt haut's mich gleich vom Rad. Schnauze. Da. Pyramide. Sonnen. Freimaurer Dreieck. Pyramiden. So, jetzt da vorne bewege ich mich dann Richtung Karstadt. Bahnhofsgegend ist auch voll davon. Mal eine kleine Übersicht. Aber ich gehe jetzt in die andere Richtung. Zum Beispiel dieses Theater, was das ist. Das ist voll mit Symbolen. Also die Murmeln auf dem Dach. Da haben wir noch einen Penis. Und da geht's weiter. Und da ist noch die Knospe oben. Dann haben wir eine merkwürdige Spitze. Dann die Murmel. Und Freimaurerdreiecke über den Fenstern. Und jede Menge Street Art. Freimaurer Tempel Anlagen.
Hier haben wir die nächste. Und ich werde es mal entspannen, die ganze Straße zu zeigen. Weil hier steht ein Haus neben dem anderen. Und alle sind sie voll mit Symbolen. Sonne, Hieroglyphen unten am Fenster. Haus neben dran, kriege ich das auch noch. Auch Sonnen. Was bedeutet dieses Zeichen? Sieht aus wie SA. Auch ganz nett. Pyramiden. Sonne und Pyramide. Da oben haben wir auch noch eins, das ich nicht kenne. Drahtling in der Mitte über den beiden Fenstern. So, hier haben wir dann also die Straße von der anderen Seite. Und wie gesagt, jedes Haus hat diese Symbole in dieser Straße. Und jetzt gehen wir in die Richtung zu diesem Gebäude da. Schauen uns das mal an. Häufig im Zusammenhang mit Illuminati, Freimaurer. Die Sonne in der Tür. Tür im Keller, Fenster. Da eine Knospe, daneben vier Pyramiden, oh, was haben wir noch, Freimaurer Dreiecke, und noch die Strahlen der aufgehenden Sonne. Sonnen, Hieroglyphen. Oh je. Oh je. Ganz Offenburg ist verseucht. Die Säulen wie bei einem Tempel. Freimaurer Dreieck. Säulen. Sonnenhieroglyphen. Noch mehr Säulen. Eine abgestumpfte Pyramide. Ja, das ist das letzte Haus in dieser Straße. Zurück in der Weingartenstraße. Kennen wir alles inzwischen.
dem jüdischen Friedhof haben wir was vom Löwenorden gelesen. Und hier ist einer. Und ich frage mich halt, wie kommt ein Löwe, der ja eigentlich in der Steppe lebt, irgendwo in Afrika, wie kommt der nach Baden? Oder wie kommt er nach Offenburg? Was hat er hier zu suchen? Warum wird da nicht beispielsweise ein Wolf oder ein Adler oder irgendwas abgebildet? Warum ausgerechnet ein Löwe? Hier sehen wir die Stadtmauer. Schöne Gegend. Mein Fahrrad. Davidsterne. Und da oben kann man die Jacke dran hängen. Vielleicht weiß jemand von euch, was das darstellen soll. Geschlossenen Augen, aber das Schwert symbolisiert eindeutig, dass sie richten wird. Da haben wir noch den Kelch. Das macht auch hier der Preis aus. Da haben wir noch eine Knospe über dem Fenster. Auf der anderen Seite von dem Gebäude haben wir noch so ein Ziech. Da streckt die Zunge raus. Hier haben wir den nächsten Löwen. Und dass es sich um ein Bündnis handelt, sehen wir ja daran, dass der so ein Banner hat. Mit gespaltener Zunge. Die Mähne wird durch so eine Art Schleife dargestellt. Und der Löwe guckt auch ziemlich grimmig. Der hat mehr menschliche als tierische Züge im Gesicht. So, ich stehe jetzt hier vor dem Vincentius-Haus. Wir sehen über der Tür ein keltisches Kreuz. Da sieht man auch gleich, dass der Kreis hinten die Sonne symbolisiert. Und
das könnte man jetzt als Sonnenhieroglyphe sehen oder auch nicht. Das ist ein ganz leichten Kreuz angedeutet. Auf einem Kreis. Säulen wie bei einem Tempel. Kugeln. Und noch eine Etage. Unten dran. Obeliske. Ganze Reihe. Das Gebäude gehört, aufgepasst, Burda. Hubert Burda ist Stammgast bei Bilderberg. Also es kommt bestimmt nicht von weit her, dass da sein Name mit dabei ist. Das hier ist das alte Stadttor. Das wurde in der Hauptstraße abgetragen. Wahrscheinlich war es einfach zu klein, weil das LKWs und Autos durchpassen. Und dann hat man das hier bei Burda wieder aufgebaut. Und wie wir sehen, schon am alten Eingangstor wird den ankommenden Leuten gesagt, dass das hier eine Pharaone, eine Freimaurerstadt ist. Und damit bin ich eigentlich für heute schon so ziemlich am Ende der Pharaonenshow, aber einen kleinen Bonus habe ich noch. Ich bin schon ein paar Mal vor diesem Kunstwerk hier gestanden. Und irgendwann ist mir mal was aufgefallen. Der Engel, der von oben runterkommt, hat den Heiligen Gral in der Hand. Ein typisches Freimaurersymbol. Aber auch typisch für die katholische Kirche. Hier haben wir den Jesus. Hier haben wir die Soldaten des 16. Jahrhunderts. Der Ölberg. Der doch schläft gleich ein. Der ist schon eingeschlafen. Und der Petrus glotzt da ganz grimmig nach oben. Was ich noch viel merkwürdiger finde, ist seine Hand. So der antike Ghetto-Gangster. Warum zeigt er so eine Hand?